Als die Tour de France 1966 die Landschaften der Garonne durchquert, ist die Hitze unerträglich. Auf dem Weg nach Revel tun die Teilnehmer, was sie können, um sich zu erfrischen und um ihre Wasserflaschen wieder aufzufüllen. Sogar die Kühltaschen des Publikums, die Kneipen und Werkstätte am Wegesrand müssen aushelfen. Das wäre heute kaum vorstellbar. Rudi Altig von Molteni hat an diesem Tag nicht vor, viel Zeit mit dem Jagen von Erfrischungen zu verlieren. Am Fuß des Schwarzen Berges auf dem Weg zum See von Saint-Ferréol ist der Deutsche der Hauptanimateur des letzten Etappenabschnitts. 2 Kilometer vor dem Ziel greift Altig an. Er ist stark und nur ein Mann kann ihm folgen. Der Mann, der Altig bei der letzten WM in San Sebastian schon geschlagen hatte. Tom Simpson in seinem Regenbogentrikot. Doch der Brite kann dem Deutschen im Schlusssprint nicht widerstehen. Rudi Altig ist der allererste, der sich in der Geschichte der Tour de France in Revel durchgesetzt hat.